Moin Moin und herzlich willkommen hier bei 1 Chris. Ich bin der, die das eine Chris. Heute mal nicht als Basketball, sondern als, weiß nicht, was soll man nehmen? Tennisball? Ja, schön, schön. Heute machen wir mal, keine Ahnung was, wir suchen uns irgendwas. Heute ist irgendwie wenig los, habe ich gesehen gerade. Das heißt, wir müssen uns gleich mal irgendjemand zum Stressen suchen. Ja, ich habe gestern schon was aufgenommen. Da war der Ton verkackt. Das war sehr schön, das hat mich total gefreut. Was denn hier? Ess doch mal was. Also Brot macht echt nichts. Du kannst auch 200 Stück von essen, das ist doch egal. So, guck mal. Auf geht's. Wir gucken mal rum, was wir so finden. Wir gehen mal hinten raus, wir holen uns heute mal wieder den Porsche raus. Ich glaube, auch heute werden wir nicht viel dazu kommen, unser richterhaftes RP zu spielen und Leute hinzurichten, was? Vielleicht sieht der eine oder andere das. Mein Greenscreen hat sich, glaube ich, etwas gebessert. Kann das sein? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinhauen. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Wenn ich jetzt... Deswegen gucke ich gerade so dämlich zur Seite, weil da drüben die beiden Bildschirme sind. Also von hier aus sieht es jetzt weniger flimmerhaft aus. Hier außen ist zwar immer noch ganz leichter Rand. Hier auf der Schulterhöhe. Hier. Aber ich glaube, das ist okay. Es sieht, glaube ich, besser aus wie vorher. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal die Zeit genommen, das mal einzustellen. Was super, überhaupt nicht schwer war. Aber interessanterweise war die Farbe irgendwie nicht so grün, sondern irgendwie eher grau. Aber okay. Meine Fahrzeuge, wo ist er denn da? Den da, Car Not Found, ist auch immer gut. Ausparken. Da haben wir ihn wieder. Ja, okay. Ich drücke jetzt nicht Y. Ja. Schön aufgesetzt. Ach, das ist übrigens Z. Ne, habe ich umgestellt. Nein. Bleibt er echt sofort stehen? Das habe ich noch nie ausprobiert, während der Fahrt den Wagen auszubauen. Okay, er macht ihn wieder direkt. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir jemanden finden heute. Also, hier müssen wir mal hoch. Ich will mal gucken, ob sich irgendjemand überhaupt hier ran bedient. Weil hier gibt es nämlich noch was. Das hat keiner gesehen. Fail-RP gibt es bei mir nicht. Wäre natürlich cool, wenn wir so richtig dicke Geländewagen hätten. Ich glaube, es kommt vielleicht mal einer. So, ich weiß, dass man hier was machen kann. Aber auch hier befindet sich niemand. Was machen die denn alle? Naja, wir können ja mal gucken, was wir hier so anstellen können. Ausmachen, aussteigen und abschließen. Dann stellen wir uns jetzt mal hier ganz illegal hin. Sammeln wir mal ein bisschen was. Ah, ich kann es nicht verarbeiten. Ich habe keine... okay. Habe ich da jemanden gehört gerade? Das mache ich selber. Oh, jetzt fehlt mir eins noch, genau. Ja, moin. Nehmen Sie mir bitte ein. Jetzt kriegst du sowieso zu viele. Aber es ist nicht so wild. Wenn es drei wären, wären top. Dann kann ich nämlich, glaube ich, noch einen machen. Ich glaube, man verarbeitet 13. Oh ja, okay. Der müsste eigentlich hier drinnen stehen, soweit ich weiß. Das gehen wir jetzt mal überprüfen. Da hinten steht er, da siehst du. So, wenn ich jetzt natürlich... Nötig ein Weedblatt und ein Beutel. Oh, das ist aber günstig. Ah, jetzt müssen wir nur eben rausfinden, wo man die herbekommt. Wollen wir das nochmal machen? Ich würde sagen, ja. Achso, Quatsch. Oh, jetzt ist los hier. Geh rein da. Wer kennt's nicht? Zack. Schnell aufsteigen. Nehm schnell rüber rein. Axt, Kabelbinder, Sack, Spitzhacke, Schere. Nein, der hat's nicht. Okay, rein da. Auf geht's, weiterfahren. Jetzt fahren wir neben ran zum Laden. Zum 24-7-Store. Können wir ruhig anlassen, ist egal.
Aber abschließend tun wir eben, wenn wir reingehen. Hallo. Verband Energy. Wie? Wo bekommt man die jetzt her? Was ist das hier? Gegebenenfalls Supermarkt. Okay, im Supermarkt nicht. Was ist das hier? Das ist auch ein Supermarkt. Shop. Was für ein Shop? Okay. Ja, aber sonst besitzen wir doch nichts hier. Wir können es da nochmal probieren an der Tanke. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass es die da gibt. Hm. Na, das könnte jetzt lustig werden. Wo wollte er mich denn jetzt lang schicken? Okay. Ja, also wenn da hinten eine Tanke ist, dann sollte man da vielleicht auch da lang fahren. Das wäre jetzt natürlich easy, wenn die so nebeneinander wären, ne? Das, oh, da hätte ich rein muss. So, das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn wir jetzt hier kein Beutel... Da sind die Beutel. Okay, das ist ja gut. 50 brauche ich davon, bitte. Okay. Natürlich kosten das 2500. Achso. Erst aufschließe. So. Dann fahren wir jetzt wieder zurück nach oben. Stellen uns das mal eben her und dann fahren wir mal weiter mit einem Bötchen. Weil schwimmen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Weiß ja, wo man es los wird. Hey. Ist bloß ein Problem, wenn ich jetzt erwischt werde dabei. Was soll ich denen sagen? Was soll ich denen dann sagen? habe ich jemanden abgenommen in einem Gerichtsverfahren, was noch nicht stattgefunden hat. Ja, heute machen wir mal eine Tour alleine. Irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, der Zoll ist auch heute irgendwie nicht da. Die machen meistens den Server auch mal ein bisschen voller. Die bösen Buben, die sich eigentlich drum kümmern, Okay. Lange Liste. Aber passt schon. So. Ich möchte gerne bearbeiten. 10-mal. Ach ja, stimmt. Das muss ich jetzt 5-mal machen. Prüfe jetzt nochmal kurz, ob ich tatsächlich auch alles verarbeitet habe. Warum habe ich eigentlich Tabak hier liegen? Hier, schmeiß auf den Boden. Auch keine Sau. Spitzhacke. Warum ist so viele Spitzhacken hier? Kannst du auch haben. Police-Drohne. Oh. Kevlar. Ein Kevlar können wir auch noch auf den Boden legen. Geld bleibt da. UV-Licht kann bleiben. Da. 40 und 10. Kann man die nicht aufeinander stacken? Doch. Hä? Warum hat er das nicht gemacht? Ja. Okay. Sieht doch erstmal gut aus, oder? Okay, haben wir verkauft. Jetzt müssen... Ach, verkauft, sag ich schon. Verarbeitet. Jetzt werden wir das Ganze loswerden. Und zwar... Das ist ja nun mal mittlerweile auch bekannt in unserem Staat, wo das ist. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns da irgendwie hinbegeben. So, ich weiß, dass ein Hubschrauber irgendwas mit 12 Mille kostet.
So, heißt, wir haben eigentlich nur die Chance auf ein Boot dahin, oder? Ah, oben war das. Das ist schon echt weit, ne? Hm. Okay, da kannst du aber halt echt lieber mit dem so rum eben hinfahren. Rüberschwimmen. Warte mal, ist das echt da oben gewesen? Ich glaube, auf der Insel hier war das. Dann schwimmen. Was hat der dafür Probleme? So, dann wollen wir mal unser 50 Weed verkaufen gehen. Also unsere 50 Joints. Ich glaube, der freut sich. Da zündet er sich bestimmt direkt erstmal einer an. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man die tatsächlich auch selber nutzen. So, bei meinen Fahrkünsten schneiden wir uns mal lieber an. Tank ist auch nicht mehr so voll hier. Aber ich weiß, dass in Paleto gleich unterwegs eine Tankstelle noch kommt. Ja, genau. Hier wäre eine gewesen, aber ich denke gerade an die andere, die direkt vorne am Eingang ist. Von Paleto. In der Hoffnung, dass da auch eine ist. Ja, genau. Es sind sogar zwei da vorne. Ja, leider hat es unser Tankstellen-Skript derzeit nicht geschafft, mit auf den Server zu kommen. Weil tatsächlich das leichte Probleme verursacht hat. Jetzt komme ich da nicht zwischen. Moin. Oh, jetzt war ich doch gerade dazwischen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Da. Zack. Deswegen müssen wir es jetzt wieder so machen. Erstmal mit dem Standard-Kram. Ja, einige Leute konnten mittendrin einfach nicht mehr tanken. Ging einfach nicht mehr. Die konnten die Zapfpistole nicht rausnehmen und tanken. Dann haben wir gesagt, na gut. Wenn die Leute permanent ihre Autos nicht tanken können, dann müssen wir erstmal runternehmen, bis wir gefunden haben, woran es liegt. Wird heute irgendwie nicht mehr. Na gut. Aber wir haben eine Aufgabe gefunden. Ich zeige euch mal, wie man hier sich ein paar Joints bastelt und die wieder losführt. So, vollgetankte Karre. Oh, nicht durch den Zaun. So, jetzt brettern wir hier einmal durch. So, und hier müssen wir nämlich schon fast an der Stelle sein, wo wir raus müssen. Kontrolliere das aber gleich nochmal auf der Karte, nicht, dass ich mich jetzt hier gleich völlig vertue. Ist da drüben die Hütte? Ist das der? Ja, eigentlich müsste es die sein. Genau, weil da hinten kommt nichts mehr. Hier außenrum ist auch nichts mehr, denn das ist die Insel hier. Okay, das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir fahren jetzt hier rechts runter. Genau, da hinten auf der Insel ist das dann. So, und von hier aus werden wir jetzt gleich rüberschwimmen. Ausmachen, aussteigen und abschließen. Kommen wir von hier aus da runter? Ja. In sportlichster Manier laufen wir dann natürlich runter. Zack. Und dann gehen wir eine Runde schwimmen. So, und wir müssen zu... So, nach dem kurzen Talk, der mir hier schon wieder reingeschmissen wurde, muss ich mal erstmal prüfen. Na, siehst du, ist nämlich doch da drüben. Da, die Insel müssen wir hin. Gut, dann springen wir jetzt hier runter. Und schwimmen jetzt erst... Ne, nicht nach unten. Ja, mir wurde gerade wieder was aufgezogen. Das sieht nach einer interessanten Nachricht aus, die ich gleich nach dem Aufnehmen lesen werde. Ja, so weit ist das, glaube ich, gar nicht zu schwimmen. Ich glaube, es ist ganz okay. Kann man mal machen.
Ich habe mich nur noch mal kurz umgeguckt nach dem Greenscreen, weil ich mir gerade unsicher war. Vor allem, warum rennt er mir eigentlich hinterher und quatscht mir schon wieder ein Gespräch auf? Wer hätte mir doch einfach schreiben können? Ah, diese Leute immer so übereifrig. Er hat mal kurz am Auge gejuckt. Boah, schwimmen ist aber doch schon ganz schön weit, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Kann man. Mit Anker, da kann man. Da sollte es mal irgendwann mal einen Update geben, fällt mir gerade so ein, von unserem. Hier, wie heißt das hier? Diese Knöpfe vom Auto hier, diesen. Fahrzeugschlüssel halt. Da sollte es auch mal ein Update geben, dass man ein Boot auch ankern kann. Ich glaube, das gibt's noch nicht. Ich glaube, ich muss den mal auf die Füße drehen. Die sind da nämlich ganz nett. Die hören sich immer sowas gerne mal an. So, jetzt haben wir es geschafft, hier rüber zu schwimmen. Und gleich stelle ich fest, dass es die falsche Insel ist. Pass auf. Irgendwo müsste hier drauf eine Hütte sein. Oh, ist die da drüben? Ja, die ist noch ein weiter da drüben. Und wie komme ich da hoch? Das ist ja jetzt doof. Kommt man da überhaupt hoch? Also, kurz zum Verständnis, warum ich die Augen manchmal so zusammenkneife. Meine Beleuchtung hier, für den Greenscreen, die beleuchtet mich so gut, dass sich das auf dem Bildschirm, bei dieser Dunkelheit quasi auf dem Bildschirm, sich widerspiegelt. Heißt, ich sehe manchmal ein bisschen schlecht. Das ist ja ungünstig. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Wir ziehen die Folge jetzt mal künstlich in die Länge. Aber ich kann es auch nachträglich alles wieder rausschnipsen. Oh, guck mal, hier sieht's gut aus. Hier könnte man doch vielleicht hochkommen, oder? Na komm. So, guck mal. Da oben ist die Hütte. Da, die habe ich gesucht. Guck mal, mit Lagerfeuer hier kann ich mich direkt trocknen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es hier an Knete gibt. Hallo. Oh, der ist ein Schwarzer. Drogen. 640 gibt es. Verkaufen. 50 möchte ich gerne loswerden. 32.000. Okay. Kann man machen. Jetzt habe ich nur nicht geguckt, wo das hingeschrieben wurde. Naja, kann ich mir nachträglich nochmal in der angucken. Ja, und damit soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Wir haben eine Runde mal Drogen gemacht. Als Justizminister kann man das auch mal machen. Gar kein Thema. Ich denke mal, in der nächsten Folge, vielleicht gucken wir uns nochmal andere Drogen an in der nächsten Folge. Oder ich finde mal jemanden, mit dem ich quatschen kann. Wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Lasst dem ganzen Ding doch gerne mal ein Follow und ein Like da. Ich bin schon wieder auf der falschen Plattform gewesen, fällt mir gerade so ein. Es müsste natürlich heißen, ein Abo und ein Like. So. Ja, und dann kommentiert mir das doch gerne, was ihr mal sehen wollen würdet. Und dann reinkommen bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.